Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind hier in der Bar, wo wir schon im letzten Part waren und wo das Spiel leider gebuggt ist. Ich habe ihn jetzt umgebracht. Ich muss das Spiel nochmal neu laden, den ganzen Part nochmal machen. Ist aber irgendwie lustig, wenn man den Part, für den man eine Viertelstunde braucht, dann nochmal in 4 Minuten durchspielt. Ja? Ihr seid also trotz Lloyds verwässerten Gesöff noch da? Ich muss gehen. Passt auf euch auf. Ja, habe ich jetzt nicht so viel Lust. Wir suchen... Ach ja, ich habe die ja... Nee, wann habe ich denn gesagt? Ich habe dir nicht gesagt, Position halten. Warum aber die da stehen? Wir gehen jetzt weiter, weil das ja so viel Spaß macht, weiterzugehen. Yeah. Weitergehen. Yeah. Da gucken wir mal, was uns sonst so alles erwartet. Wir sollten ja noch nach hier oben, weil da noch irgendwas... Ihr erinnert mich an Lady Cecily. An wen? Eine Adlige aus Orléans. Meine Mutter diente ihr bis zum Tode und danach hat mich Lady Cecily aufgenommen, statt mich vor die Tür zu werfen. Ihr ähnelt ihr in vielem. Ihr habt das gleiche Auftreten, dieselbe adlige Ausstrahlung. Ach Kind, adlig bin ich wohl kaum. Ich habe gelernt, dass Adel mehr ist als etwas, womit man geboren wird. Ich kannte engstirnige und gemeine Adlige, verkommen bis ins Mark. Dann gibt es Menschen mit Würde und Anmut, zu denen man sich hingezogen fühlt, ungeachtet dessen, wer man ist, wer sie sind. Der geringste Bauer kann im Geiste von Adel sein, und das wird man auch stets sofort merken. Und diesen Adel im Geiste habt ihr mit Cecily gemein. Nun danke, Liliana. Es ist schön von euch, dass ihr das sagt. Interessantes Gespräch. Ja, dort hinten ist natürlich noch so ein Haus, wo wir rein können. Da unten, da habe ich jetzt aber nicht gerade so sehr Lust, weil wir nämlich hier oben noch irgendwelche Wachen oder so mit denen sprechen sollten. Wie wir hier sehen, genau, wir sollten mit Sir Perth sprechen. Seid gegrüßt, grauer Wächter. Ich bin ebenso erfreut wie Ben Teagan, euch hier zu sehen. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie man Elfen in eurer Position anspricht. Ich will nicht unhöflich wirken. Mir ist egal, wie er mich nennt. Ich bin Sir Perth, bis vor kurzem in Diensten von Arl Eamon von Radcliffe. Momentan besteht meine Aufgabe darin, das Dorf vor den Angriffen des Bösen zu schützen. Hätte ich nicht nach der Urne der heiligen Asche gesucht, hätte ich das Böse vielleicht abwehren können, das das Schloss befallen hat. Aber vielleicht wäre ich auch tot. Nun, da uns ein grauer Wächter bei der Verteidigung hilft, ist vielleicht nicht alles verloren. Ich hätte einige Fragen. Fragt, wie es euch beliebt. Woher bekomme ich Nachschub? Ich bin nicht sicher. Murdoch erwähnte den Dorfschmied, aber ich glaube, die Miliz benutzt bereits alles, was er hatte. Ihr könnt auch im Dorfladen nachsehen. Er ist abgesperrt, aber vielleicht findet ihr ja etwas Brauchbares. Okay. Und die Taverne? Der Wirt heißt Lloyd. Er will nicht schließen und in die Kirche gehen. Er kann euch sicher noch etwas verkaufen. Obgleich ich vom Handel mit diesem Narren abraten würde. Ein Kriegsgewinnler, sonst nichts. Ihr erwähntet da eine Urne? Nachdem der Aal erkrankt war, hat ihm nichts geholfen und es wurde stetig schlimmer. Schließlich hatte Alessa Isolde einen Plan. Die Urne der heiligen Asche ist ein legendäres Artefakt mit gewaltigen Heilkräften. Sie könnte den Aal retten. Wir Ritter haben uns freiwillig für die Suche danach gemeldet. Wenige sind zurückgekehrt. Viele sind noch unterwegs und wissen nicht, was hier vor sich geht. Woran ist der Aal erkrankt? Das war immer unklar. Er war sehr durstig und wurde dann immer schwächer. Wir holten einen Magier, aber das half auch nichts. Die Alessa glaubte, er sei Opfer eines Fluchs, den die Macht von Andraste aufheben könnte. Sonst müsse er sterben. Warum glaubte die Alessa, jemand würde die Urne finden? Der Aal beschäftigte einmal einen Skolaren namens Bruder Genetivi. Der hatte angeblich Beweise, dass die Urne in Ferelden war. Kann jemand die anderen Ritter zurückbringen? Doch, irgendwann. Die jetzt hier sind, waren in der Nähe und konnten dem Ruf binnen weniger Tage folgen. Ich selbst kam nur zurück, weil ich an Radcliffe vorbeiritt und von seltsamen Angriffen hörte. Die Ritter haben das Schloss ohne Verteidigung zurückgelassen? Aber nein. Viele Soldaten sind auf Schloss Radcliffe verblieben. Ich frage mich, ob sie untergegangen sind und in diese Dinger verwandelt wurden. Der Gedanke lässt mein Blut gefrieren. Ich möchte mit euch noch über was anderes reden. Wie ihr wünscht. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wir haben genügend Rüstung und Waffen. Aber ohne Unterstützung sind wir gegen diese Monster einfach zu wenige.
Könntet ihr wohl Mutter Hannah in der Kirche um heiligen Schutz gegen diese bösen Kreaturen bitten? Als würde das was helfen. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir außer eurer eigenen Schlagkraft noch brauchen könnten. Im Rahmen der Möglichkeiten sind wir optimal vorbereitet. Mal sehen, was ich tun kann. Das hört mein Herz gern. Braucht ihr sonst noch was? Nein, aber wenn ihr noch nicht mit Bürgermeister Murdoch gesprochen habt, solltet ihr das tun. Seine Miliz braucht weitaus dringender Hilfe als wir. Weitermachen. Wie ihr wünscht, grauer Wächter. Der Erbauer wache über euch. Gut. Ich habe jetzt keinen Bock, in die Windmühle zu gehen. Nichts Neues aus dem Schloss? Und gehe deswegen jetzt zurück in die Kirche, um dort den Segen da zu bitten. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Aber machen wir es einfach mal. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Die haben ja aber sowieso schon mal richtig Glück, dass sie mal wissen können, wann diese Angriffe kommen und sich dann darauf vorbereiten können. Wäre sehr scheiße, wenn die Angriffe stetig kommen würden. Weil wenn es Untote sind, das ist ja das Problem an Untoten, die werden ja nicht müde. Die können ja stetig angreifen. Deswegen sind ja auch bei Zombie-Filmen die Zombies so gefährlich. Eben weil sie die nicht, weil sie selbst so stark sind oder so, sondern einfach, weil sie die ganze Zeit angreifen können. Puh, da habe ich jetzt ganz schön viel geredet. Hier ist die Mutter Hannah. Lasst uns beten, bla bla bla. Ihr habt Elfenblut und seid fremd hier. Dennoch kämpft ihr für eine Heimat, die nicht die eure ist. Dafür danken wir euch. Gibt, nein, nein. Es gibt, ich brauche den Dank eines Menschengottes nicht. Ja, der ist gut. Der Erbauer lächelt auf alle herab, die seinen Kindern helfen, ungeachtet ihres Glaubens. Aber ich will euch nicht verwirren. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin die verehrte Mutter Hannah, das Oberhaupt dieser Kirche, die derzeit den armen Dorfbewohnern als Zuflucht dient. Das kann nicht das ganze Dorf sein. Ist sonst niemand mehr übrig? Ja, alle, die sich nicht selbst verteidigen können. Sie haben Angst vor dem Angriff heute Nacht. Und diese Mauern können ihren Schutz nicht garantieren. Kann ich euch bei eurer Aufgabe behilflich sein? Wie sicher ist denn die Kirche? Sie ist das robusteste Gebäude im Dorf. Frauen, Alte und Kinder bleiben während der Schlacht hier drin. Und Miliz und Ritter beschützen sie. Sie haben vor der Kirche eine Barrikade aufgebaut, um die Monster am Eindringen zu hindern. Denn wenn das geschieht, ist Ben Tegan unser einziger Schutz. Bitte habt Mitleid. Helft diesen Menschen. Tut, was immer ihr könnt. Seth Huff braucht heiligen Schutz für seine Ritter. Ich habe für sie getan, was ich konnte. Ich bete jede Nacht für sie und bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben, nicht in meiner Macht. Könnt ihr sie nicht einfach segnen? Ich kann mit ihnen beten und sie segnen. Aber Sir Perth will, dass ich ihnen einen Schutzschild vom Erbauer selbst gebe. Weiß er denn nicht, dass der Glaube allein ihn zu stützen vermag? Der Glaube allein wird die Hilfe des Erbauers bringen. Leider nimmt er den Schutz des Erbauers viel zu wörtlich. Was er will, kann ich ihm weder versprechen noch beschaffen. Heißt das, der Erbauer hat keine Macht? Natürlich nicht. Der Erbauer kann alles, wie es ihm beliebt. Aber er gewährt keinen Schutz vor Bösem, nur weil jemand glaubt, dass er es tun sollte. Der Erbauer hat der Menschheit wegen ihrer Torheit vor langer Zeit den Rücken zugewandt. Und wir müssen uns seine Gunst verdienen. Nicht sie verlangen. Klingt nach einer bequemen Ausrede. Ach ja? Der Erbauer hat alles geschaffen, was ihr seht. Wir schulden ihm etwas. Nicht umgekehrt. Okay, was ist schlimm daran, ihnen Hoffnung zu geben? Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne Schutz gewähren? Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Wenn sie glauben, dass es hilft. Ich vermute, ihr Glaube an die Macht des Erbauers würde sie motivieren. Aber es ist Spiegelfechterei. Nun gut, wenn es sie am Leben hält, werde ich tun, was ich tun muss. Ich habe einige heilige Symbole aus Silber. Sagt Sir Perth, er kann sie haben, wenn er will. Und wer sie trägt, genießt den Schutz des Erbauers. Bitte, ich muss mich um diese armen Menschen kümmern. Tun wir einfach beide, er will, kann ich ihm... What the fuck?
Jetzt habe ich da nicht mal richtig die Untertitel gelesen oben. Naja, ja, dann haben wir das ja da so gemacht. Nebenbei, ich hatte aus Versehen mit Liliana gesprochen. Ich bin wegen euch hier. Ja, yeah, sie ist wegen uns hier. Da hat sie mich nämlich angeschmault, weil ich ja mit Morrigan so ein bisschen rumgemacht habe. Und jetzt sollte ich mich für sie entscheiden. Da habe ich ihr gesagt, ich mache mit Morrigan Schluss und bla. Das haben wir leider nicht gesehen. Natürlich. Was werdet ihr tun, wenn alles vorüber ist? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Was werde ich tun? Wir sind weit zusammen gereist. Muss das ein Ende haben? Ich möchte die Welt auch sehen. Da draußen gibt es so viel Abenteuer und Geschichten. Und von all dem möchte ich ein Teil sein. Ich könnte dabei Gesellschaft brauchen. Und ihr seid nicht allzu unangenehm. Ihr dürft mich begleiten, wenn ihr wollt. Das würde ich sehr gerne. Wenn ihr das so formuliert, wie kann ich da ablehnen? Dann ist es abgemacht. Ihr und ich, wir durchwandern die Welt auf der Suche nach dem Glück. Ich kann es kaum erwarten. Yeah! Ja, sie hat uns auf jeden Fall da angemault. Und ich habe ihr da gesagt, das habe ich leider nicht aufgenommen. Das ist mir auch nur aus Versehen passiert. Und da hatte ich schon wieder Teile weggedrückt, weil ich dachte, die sagt mir jetzt nichts Wichtiges. Und ja, seid einfach nicht allzu traurig darüber. Ich glaube, wir müssen mal kurz zu Sir Perf gehen. Ich nenne es mal Perf, aber er heißt Perf. Perf. Doofer Name. Muss ich wirklich sagen. Also Perf ist echt... Vor allem, das klingt irgendwie so... he's a pervert. Perf. Das klingt echt wie... Perversling, ja, Perversling dann nicht so, aber Pervert auf Englisch. Nur halt abgekürzt, so Perf. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ach ja, und ich wollte auch die nicht einschüchtern, weil ich glaube, das hätte Liliana nicht gefallen. Ihr sagt, ihr wolltet heiligen Schutz? Ja. Habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Hat sie euch etwas gegeben? Mutter Hannah hat einige heilige Amulette. Reicht euch das? Muss das sein? Wenn der Glaube die Männer schützen soll, muss er doch aus ihren Herzen kommen. Wenn sie so wirken wie die Symbole der Priester, dann ist das mehr als ausreichend. Aber sie sind nicht mal magisch. Ich schätze Magie und dergleichen nicht, aber die Symbole der Kirche sind heilig und vom Erbauer gesegnet. Kein Zauberwerk. Ich schicke Männer, um die Amulette zu holen. Bitte dankt Mutter Hannah in meinem Namen, dass sie endlich zur Vernunft gekommen ist. Ich bin bereit, hier zu kämpfen. Ihr habt noch Zeit bis zum Sonnenuntergang. Ihr solltet vorher mit Murdoch reden oder andere Schritte planen. Nein, ich will kämpfen. Nein, ich bin bereit. Dann wünsche ich euch viel Glück. Der Erbauer wache über uns alle. Yeah, dann haben wir jetzt noch eine Schlacht und dann können wir den Part beenden. Ich mache im Anschluss auch, glaube ich, direkt den Part für morgen. Damit ich dann für diese Woche erstmal ein bisschen vorbereitet bin. Dann mache ich vielleicht morgen den schon für Montag, weil damit ich nicht wieder so... Ja, ich rede hier ein bisschen drüber, was ich so mache. Damit ich nicht wieder so wie letzten Montag... Oh, scheiße, ich muss noch Dragon Age machen. Dann mache ich einen Part und ich sage, oh, scheiße, ich muss noch Dragon Age machen. Und am Mittwoch, oh, scheiße, ich muss noch Dragon Age machen. Weil irgendwie das Problem ist, wenn ich gerade lieber andere Sachen Let's Play oder spiele und dann... Ja, eben halt... Liliana war dagegen, naja. Und dann eben halt so viel, anderes Spiel oder so, dann ist natürlich unpraktisch, da die Let's Plays zu machen. So, wir rennen nicht vor, wir warten hier hinten darauf, dass sie zu uns kommen und nicht wir zu ihnen. Die kommen ja da hinten von diesem Schloss, die wandelnden Leichen. Einmal ein Knaufschlag. Das war ein großer Kampf damals für mich. Ganz neu, das war dann so meine erste große Schlacht außerhalb von Ostlager. Mein erster großer Kampf, den ich hier kam, da war ich schon echt sehr aufgeregt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch Hilfe hatte. Was war schon irgendwie damals, ja, sehr cool. Auch wenn es jetzt einfach bloß ein ganz normaler, generischer Kampf natürlich ist, zwar mit sehr vielen Gegnern. Aber irgendwie damals, wenn das so der erste Kampf für einen ist, ist das schon so eine Sache. Juhu, zweihändiger Streich. Der hat das mal alle umgeschmissen. Das sollte ich echt für mehrere Leute merken. Der finde ich echt irgendwie sehr gut. Jo. Dragon Age Origins. Ich finde nur ein super Spiel. Also wer Dragon Age 2 nur gespielt hat, sollte sich dieses Spiel gut holen.
am besten für den PC. Es spielt sich nur, wie ihr hier merkt, für den PC am besten. Wahrscheinlich noch besser, wenn man sich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Kampfsystem und so trauen würde und nicht so sehr auf Action, wie ich gerade hier spiele. Aber irgendwie habe ich dazu meistens nie Lust. Also wenn man sich, glaube ich, noch mehr darauf einlässt, wie ich will ja wirklich, also so richtig casual-mäßig nur die Story genießen. Ich glaube, wer hier wirklich eine Herausforderung sucht, der wird ja unter Umständen sogar eine finden. Also wir ja da, ja, glaube ich, nicht gesehen haben. Ich habe die Karte, glaube ich, nie veröffentlicht. Aber die Kämpfe waren schon sehr schwierig, vor allem am Anfang. Ich weiß nicht, ob sie jetzt leichter werden, wenn man einen Heiler hat. Aber da sollte man da wirklich so gucken, dass man da alles richtig macht, vielleicht ein paar Sachen richtig setzt und so. Das ist schon, glaube ich, sehr interessant, wenn man sich da mal richtig drauf einlässt. Da ich aber wirklich so auf die Story aus bin, da die mich irgendwie mehr interessiert als das Kampfsystem alleine, bin ich da jetzt wirklich, ja, nicht so drauf und dran, mich da richtig einzuarbeiten. Deswegen ich auch auf den leichten Schwierigkeitsgrad hier spiele, um euch auch einfach die Story zu präsentieren und nicht die ganze Zeit zu failen. Das wäre echt doof, weil ich schon mal so mittendrin gefailt habe. Ritter, zeigt mir sofort den Weg. Wir müssen uns beeilen. Juhu, der Ritter zeigt uns den Weg und wir beenden hier erstmal den Part. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.